Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Resident Evil 2. Und was war in den letzten Folgen los? Dieser komische Eisenmaske, Zombie-mäßig, denn wieder dieser komische Krabbel-Zombie, denn das Riesenkrokodil. Also, was in der letzten Aufnahmesession los war, meine Fresse. So, wir waren jetzt hier in so einem Räumchen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt genau waren. Wir waren, glaube ich, noch in der Kanalisation und die FBI-Agentin läuft uns ja immer noch hinterher, ne? Oder vor, manchmal. Bleibt so zurück. Mal sehen, was er heute macht. Ich freue mich schon. Ich hoffe, wir haben mal ein bisschen Ruhe vor Zombies. Hatten wir eigentlich wieder Munition? Wir sind ja auch ganz lange ohne Munition rumgelaufen. Ach, war das schlimm. Na gut, wir werden loslegen. Was schiebt denn die mich gleich zur Seite hier? Ist ja ein toller Anfang. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Die Tasten, das war so. Also Munition haben wir immer noch nicht dolle, wenn ich das so sehe. Ne? 21 Schuss und 4. Okay. Es kann natürlich nur besser werden, ne? Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen was. Und wenn ich mich recht erinnere, müssen wir jetzt hier raus, oder? Wir sind von da gekommen. Die hat ist da gerade eingetreten. Gehen wir mal da gucken. Zweifelsohne Williams Werk. Oh. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Hey, da! Methodik und neu getroffen, Sie voll! Sie kriegen das G-Virus nie! Wie überraschend für eine Forscherin. Leon! Kümmere dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. So können wir mal eine Pause machen, ne? Ist auch mal schön. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Jetzt spiele ich sie? Toll. Hat jemand mitbekommen, wer da gesprochen hat? Ich habe kein Wort verstanden. Wie sieht denn jetzt unsere Munition aus? 9 Schuss. Ich habe mir gerade noch Gedanken gemacht. Jetzt habe ich nur 9 Schuss oder wie? Und den hat sie verbrannt, ja? Was ist denn da auf ihm drauf? Hm. Wo sind Leon jetzt? Achso, da liegt er. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Nur mal so zum Test. Kann uns Leon vielleicht noch ein bisschen Munition geben? Ich frage nur, wenn wir sie jetzt schon spielen. Ah, ein schönes Kleid haben wir jetzt an. Finde ich gut. Okay. Dong. Ich vermute, wir müssen da hoch. Ja, sieht so aus, wa? Aber wo sind die gerade abgehauen? Die ist doch nicht dazwischen geklettert, oder? Ach, was hat die? EMF, wie sie? Was? Okay. Um elektrische Geräte zu hacken, okay. Können wir uns das gleich auf die 1 machen? Nee, die Spezialwaffe. Okay, wir hacken jetzt. Elektrische Leitung, da. Oh mein Gott. Gut, und nun? Kann ich den jetzt hacken? Aha, ich muss dich daran. Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, oder? Machen wir wieder aus. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Okay, kann ich den Fahrstuhl da oben jetzt auch hacken? Nur mal kurz so. Zum Spaß? Nö. Okay, da geht kein Strom durch. Gut. Also ich denke mal, wir müssen trotzdem da oben lang, wa? Nö, willst du nicht.
aber es bringt mir doch nichts, wenn der anders. Ich mach nochmal an, aber was soll denn das bringen? Ich komme immer noch nicht hoch. Hi Leon, alle klar? Komm ich jetzt da lang? Nee, funktioniert trotzdem nicht. Okay, Feierabend. Hier haben wir auch noch irgendwelche Kabel, aber die sagen nichts an. Und zurück kommen wir bestimmt nicht mehr, oder? Nee. Jetzt kommen die Leiter nicht hoch. Muss ich das Gitter abschießen, aber wir haben so wenig Munition. Ich habe ein bisschen Schiss davor. Aber kann ich... Nee, hochklettern kann ich ja jetzt nicht. So, da gehen die Kabel lang. Das ist ja alle klar. Kenne ich. Und da oben? Wenn ich den jetzt hacke? Ah. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Okay. Nichts leichter als das. Ja, nee, war leicht. War auch für mich einleuchtend, weil sie ist ja auch da irgendwo durchgeklettert, ne? Macht ja Sinn. Wir machen das Ding erstmal an und bringen erstmal alle zum Explodieren. Ach, Kakerlaken, na lecker, ey. Und muss ich das Ding jetzt auch wieder anwerfen? Den kann ich so nicht hacken, okay? Da unten. Ich glaube, ich soll ein Stück weg, oder? Ah, bin ich zu weit weg. Komm, uns fliegt uns jetzt nicht um die Ohren. Vor allem die ganzen Kakerlaken hätten jetzt so richtig schön rausflubbeln müssen. Ich frage mich nur, wie die hier durchgekommen ist, wenn ich da nicht durchkomme. Was? Ist ja ein toller Anfang, ey. 9 Schuss und hier gebe ich erstmal richtig Munition aus. Nee, die fällt mir gut. Ein Zettelchen. Ich habe zwar bereits lange letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband. Damit wir in bestimmten Bereichen das Haupteingang... Was? Haupteinrichtungen können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeiten zu erledigen. Also sagen Sie bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Ja, der lag doch da gerade ganz relaxed rum. Okay, hier geht's auf den... Boah, der lebt ja immer noch. Gut, ich versuche mal hier irgendwie rauszukommen. Kann ich hier rüber? Nein. Jetzt ist aber gut hier. Aus, pfui, Sitz. Was das wieder an Munition gekostet hat, ja? Oh, hier gibt es nichts weiter, ne? Da komme ich nicht rüber. Da komme ich auch nicht lang. Da haben wir aber ein Kabel. So, das können wir nicht hacken. Dann müssen wir wohl wieder Strom anmachen, wa? Können wir hier noch was machen? Nö. Ist immer noch zu. Jetzt hört sich hier aber nicht gut an. So, da ist doch jetzt Strom wieder drauf. Da oben ist nichts mehr. Da können wir nichts machen. Obwohl da so ein Hebel ist, oder? Kann ich jetzt hier vielleicht irgendwas machen? Nee. Was bewegt sich denn dahinter? War das hier noch eine Tür? Nee. Wo geht denn das jetzt hier weiter, verdammt? Hier komme ich nicht rüber.
Den kann ich nicht aufmachen. Okay. Kann ich den da vielleicht? Nö. Überhaupt nicht. Wo ich den wieder? Ach, jetzt kann ich... Verstehe ich nicht. Okay. Denn halt so. Aber dann hätte es doch das erste Mal gleich funktionieren müssen. Ey, immer langsam, immer langsam. Gute Frau. Das sieht hier echt nicht gut aus. Wir haben nur noch 2 Schuss. Okay, das hat sich erledigt. Wir haben mehr Schuss. Sag mal, von Leon haben wir die Pistole jetzt so schön aufgewertet. Und jetzt laufen wir wieder hier mit dieser kleinen Wasserpistole durch die Gegend. Und müssen da runter, ja. Ernsthaft? Ich freue mich. Wo? Oh. Da unten. Ich frage mich auch gerade, wo wir überhaupt hin müssen. Da unten ist irgendwas. Was leuchtet? Ist das nur der eine? Weil wir haben ja ein bisschen Munition, ne? Wir können ja ein bisschen spielen. Obwohl ich gerne mal wieder abspeichern wollte. Da ist auch einer. Ich weiß nicht, ob ich den lieber tot machen sollte oder nicht. Weißt du, wo ich bin? Nein. Natürlich muss ich da hinten hin, ne? Ich nehme weg, oder? Das wird sonst nur gefährlich. Wie konnte ich denn zweimal daneben schießen jetzt? Das ist so klar, oder? Mann, ey. Kipp doch mal um. Hups. Schon wieder keine Munition hier. Wo geht denn das lang? Da vorne. Willst du mich verarschen? Ja, das war mir klar, dass ihr noch lebt. Brauchst du mir ja nur nicht erzählen. Da hinten geht's lang. Okay, wie komme ich da hin? Kann ich hier irgendwie rüber? Nee. Aber ich bin da hinten jetzt auch nicht durchgekommen. Ein Schuss noch. Hm. Okay, cool. Und hier liegt auch noch einer. Lass mich in Ruhe. Bin schon wieder munitionslos hier. Komme ich hier irgendwo lang? Nein, ich komme hier nicht lang. Das ist die Treppe, die wir runtergekommen sind. Den Fahrstuhl muss man in Betrieb setzen. Also Kabel geht hier hinten irgendwo lang. Ich habe nicht so lange Verbindung. Jetzt hat er mich. Da kann ich nichts machen. Da geht das Kabel lang. Wie komme ich denn da hin, bitte? Ach, leben beide. Super. Was passiert, wenn ich hier rausgehe wieder? Sind die dann wieder unten? Bestimmt nicht, ne? Ne, die stehen natürlich trotzdem. Aber ich finde den Weg nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wie zum Henker komme ich da hin?
Guck mal, hier vielleicht. Toll, danke. Man kann es sich ja auch schwer machen, ne? Oh, da hinten ist natürlich er. Will nur mal gucken, ob es hier. Alter! Alles gut? Munition. Ich wusste doch, dass ich ein bisschen gucken, was lohnt. Da ist noch was. Eine Blendgranate. Selbst das Inventar ist wieder klein, ne? Kann das sein? Das ist doch eine Schutzweste, oder? Das ist doch eine Tüte. So, da. Ah, klar. Wenn ich so oft daneben schießen würde, ja? Da unten geht's lang. Da ist aber keine Tür. Ach, ist das hier verzwickt, ey. Kann man denn hier so ein Labyrinth hinsetzen? Ich hab schon wieder keine Munition, kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Pass auf, wird ein bisschen hell jetzt. Wo soll ich denn da wieder hin? Ah. Ich hab's ja gesagt. Wird hell. Eigentlich kann ich den ja gleich in der Hand behalten. Wir haben schon wieder keine Munition, ey. Ist aber auch nervig. Natürlich geistert hier ohne Erinnerung. Kann ich jetzt hier einfach drücken, oder? Gott sei Dank. Ach, guck mal, da ist sie. Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie, als ob wir keine anderen Probleme hätten, ja? Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihm lassen. So muss es sein. So, die haben da unten ihren Spaß. Wir haben wieder viel Munition ausgegeben, was mich ein bisschen ärgert. Vor allem, dass die Zombies so viel Munition nehmen, ja, ist doch schon echt ein bisschen nervig. Na gut, ich hoffe, wir werden in der nächsten Folge ein bisschen Munition finden und Frau Doktor festnehmen. Das ist so unser Ziel jetzt. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss und bye bye.